Willkommen zurück. Gott, ey, das war jetzt eine beschissene Aufgabe. Holy shit, ey. Was gibt's Neues, Aloy Maschinenjägerin? Gott im Himmel, ey. Was Alvand angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvand. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier, wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kajaland ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja. Nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee, glühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Ich muss gehen, Petra. Das mach mal. Hey, Rotschopf. Reden wir mal mit Alvand. Ich hoffe, die redet ganz viel mit dem, weil ich muss nämlich ganz dringend auf Klo. Wo ist denn Alvand? Da fällt mir was ein. Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Alvand. Die Dornrücken bedrohen uns alle. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Alvand Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Ja, wir haben die doch schon fertig. Nicht so schnell. Hurra. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Ah ja. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osaram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil?
Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Mhm. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Ja. Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... Warum? An wen erinnert er mich so wieder mit dem Gesicht da rumfuchtet und alles? Du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du's schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay. Und Alvind hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Ja! Yeah. Das ist schon besser! Ja! Yeah. Aha! Ja! Ja! Yeah. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Händler sind jetzt verfügbar. Wow! Das heißt, wir machen direkt mal. Da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich wohl dies nach Fahrlicht schicke. Und ich sollte mir. Eine Osserem. Nora-Jäger. Oh. Das sind die alten Klamotten, die sie hat. Mm. Nora Donner Elite. Schön. Warum kann ich die nicht kaufen? Niedergesundheit, Gewebe. Verkaufen. Tatsächlich weiß ich gerade nicht mehr, was ich davon... Wir behalten erstmal alles. Er sagte, er würde auf mich warten. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Ein Ding. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Mhm. Ja, bitte. Fangen wir den da rein. Spule. X-Bögen. Oh. Den hätte ich auch gerne genommen. Okay. Der wäre natürlich schöner gewesen. Aber... Ah, okay. Warte, halt, stopp. Den kann ich nicht. Weil mir da bloß das Teil fehlt. Komm gerne wieder. Yay, jetzt haben wir Feuer. Warte mal, Waffenwerkzeug. Ja, bitte. Ach du Scheiße. 15. 15 sollten, glaube ich, reichen. Halt, stopp. Kann noch Sachen verkaufen. Schreiter. Oh, Schreiterfiguren kann ich verkaufen. Die bleiben garantiert da. So. Markieren. Mal eben gucken. Schlüssel, Zahn, Barren. Spule, Eisenhorngeweih. Die bleiben erstmal. Ich guck gerade mal, was wir so verkaufen können. Grünes Glitzer. Didi 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 didi.
Kann von einem Ding erbaut werden. Wir kaufen. Ah, Metallscherben. Die brauche ich noch. Da mache ich bestimmt. Kann durch das Abtrennen der Waffen Verbesserung. Ah, okay. Kann von entlangt werden. Munition für Stolperfallen. Kann nicht verkauft werden. Okay. Nahrung. Okay. Dein Gesicht. Machen wir das dahin. So, Ausrüstung. Welche nehme ich denn jetzt mal? Die haben wir die ganze Zeit. Fertige Details. Gewebe arbeiten. Ah, Lock anwenden. Ah, ich habe dann. Ah, okay. Zugwerfer. Wir haben immer noch die Dornrücken. Meine Faust. Okay, ich will noch mal gucken mit Outfits. Wie kann ich die verbessern? Ah, halt, stopp, warte mal. Bist du bereit? Hier können wir das. Okay, wo haben wir denn meinen Bogen? Stopp. Da sind die Feuerbögen. B1 haben wir. Outfits. Ah, das ist für Nahkampfschaden. Okay, und das hier? Nahkampfschaden, Frost und Säure. Nee, ich will die nicht als Objekt notieren. Dass die Outfits, die wir von Dings haben, weil wir haben keinen Frost. Okay, dann weiß ich, welche wir. Okay, haben wir die auch erhöht? Okay, wir bleiben, glaube ich, bei dem normalen Outfit, was wir haben. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich glaube, da bleiben wir. Wenn das macht Säureschaden und alles. Aber was ich nicht verstehe, ist gesperrt, gesperrt. Waffen. Spulen sind noch gesperrt. Schalte den Spulen frei, indem du diese Waffe an den Werkbank verbesserst. Ah, das ist frech, ey. Das ist ja frech. Das ist frech. Tatsächlich. Also wenn ich Stufe 3 habe, dann kann ich das machen. Schade, ich hätte die Dinger schon vorher gerne gehabt. So. Was muss man machen, um hier ein Tier zu finden? Ah, Retterin! Hierher! So, fertig. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Vielleicht nicht mehr lange. Ich bin draußen beim Steinbruch der Dornrückenspur gefolgt. Führte direkt zu einer Mine hinten im Tal. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht, aber Alvens Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Du glaubst doch nicht, dass Alvens Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben?
Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, macht so natürlich alles leichter. Ist, spielt ihm in die Hände. Ja, klar, weil die dann die Bösen sind. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Ich muss gehen. Natürlich. Angeblich konnte man sein Vermächtnis schmecken. Okay. Soll ich das Bild wieder aus meinem Kopf kriegen? Wir haben doch Karten. Ich sag's dir, er hat einen ganzen Berg mit Schiene hochgeschossen. Auf jeden Fall. Ein Tor. Voll wert! Könnte mich geprügelt haben, wie dieser ganz verspannt. Die Frau von dem Perfekten, die ich bin genannt. Hab wohl im ganzen Sommer nicht mehr. Doch ich weiß genau, das war voll wert! Ich schulde dich mit dir zusammen. Werfe mir die Schürze um und sing meine Lieder. In meinem armen Kopf halt der Hammer stark wieder. Und wer sind all die neuen kühlen Blicke zusammengehört? Weiß nicht mehr genau, was denn voll wert. Erstaunlich, dass du dich von deiner Gehen wir denn jetzt mal hin? Finde heraus, wo die Dornrücken her sind. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich müssten wir hier Blick für fehlende Werkzeug benötigen. Die Frage ist, wo kriegen wir das Werkzeug denn? Wo kriegen wir das Werkzeug her? Kann ich das? Krieg ich das? Und hier irgendwo? Da ist das. Eigentlich nicht so. Oh, warte mal. Kann ich dich verbessern? Jetzt ist das meine Frage. Meine Katze macht schon wieder Scheiße. Möchte ich auch noch hin. Gehen wir mal nach da unten. Da ist auch noch so ein Geröll, was ich nicht aufkriege, weil mir da irgendwas fehlt tatsächlich, aber ich weiß nicht was. Irgendwas fehlt mir, aber ich weiß nicht was, womit ich das aufkriege. Na mal, gehen wir mal da lang. Hier ist was Grünes. Ich könnte den Grünglanz eintauschen. Eintauschen gegen Spezialwaren. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Spezialwaren nur in Fahrlicht kriegen. Immer noch wissen, was da oben ist. Als ob ich da nicht hochkomme.
Da ist der Weg. Hier. Ein Färber kann das gebrauchen. Kommen wir da endlich hoch, ey, weil da auch mir angezeigt wird, wo ich hin muss. Okay, jetzt ist die Frage. Komm ich da weiter? Ah, hier an der Seite. Aha. Hier bin ich auch vorhin hochgeklettert. Jetzt funktioniert das. Schon eine geile Aussicht. Schon eine gewaltige Aussicht. Oh, scheiße. Okay, wir hätten da direkt rennen können. Uiuiui. So, hier haben wir nochmal Sachen. Wir sind fast oben auf. Ich hätte gern so einen Fallschirm oder sowas. Wie bei Far Cry, wo ich okay, jetzt... Okay, fast geschafft. Wo ich einfach so... runtergehen kann. Okay, hier kann ich hoch. Warum kann ich hier hoch? Warum kann ich hier runter, ist die Frage. Warum kann ich da hoch... Okay. Ah, wenn ich hier runter... Okay, wenn ich hier runterfalle. Das verstehe ich ja, aber wie komme ich da wieder hoch? Hallo? Ah, da. Geschafft. Und da ist noch eins dieser Geräte. Eine Linse. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Ich kann von hier oben fast das ganze Tal sehen. Ja, das ist voll geil. Nein, da. Warum habe ich den Maschinenstreitanfänger? Ja, habe ich doch fertig. Einmal reisen. Ja, bitte. Da brauchen wir nicht den ganzen Weg wieder nach unten. Dann brauchen wir den ganzen Weg nicht wieder runter. So, da vorne ist es. Vielleicht muss ich die Dinger auch sammeln. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Hoppala. Verdammt.
Und einer. Schön das Fleisch mitbringen. Okay, haben wir. Was ist da irgendwo was? Ja, haben wir. Hier haben wir noch was. Und hier liegt was Lilanes. Ein lilanes Schwein. Und da ist noch was Grünes. Das ist sehr gut. Okay, finde heraus, wo die Dornrücken. Boah, gesalbte Upgrade. Ja, das können wir gleich noch machen. Das wird keiner? Es wird keine. Aber warte mal, hier unten ist noch ein unbekannter Nahkampfplatz. Ja, ich hab zu tun. Sie rennt wirklich viel herum, was? Du wolltest. Tja, und nicht ich, der. Tja, du. Wer? Das. Es heißt, so werden ihre. Und nur wer. Um das. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Drei Clan? Ich schätze, das heißt, falls... Aber das ist... Biete auch ich dir Wer wäre mein Gegner dabei? Ja, du bist die Retterin und all das, aber... Wir benutzen... Sonst würden diese... Du musst bis auf später... Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen. Also... Warum nicht? Das höre ich... Ich habe das jetzt einfach mal übersprungen. Das reicht... Es sind noch Trainings... Ja, dazu, Kämpfe. Rede mit dem der... Ach komm, scheiß drauf, ey. Bisschen Übung. Ja, nein, ich will eigentlich kein Tutorial. Ich will nicht neugierig sein, aber. Wow! Wie läuft dein Geschick? Ja! Ich glaube, das ist deine Rüstung. Kommt dann Speer gegen diese Rüstung an? Nutze Angriffe, die ihn energetisieren. Starte dann einen schweren oder Hochangriff und sprenge die Rüstung weg. Hey, ich dachte, du bist diese Energie hält nicht ewig. Schieße auf das Leuchten, bevor die Energie abklingt. Der Speer kann entscheidend im Kampf sein. Energetisiere erst ihn, dann Gegner. Mit solchen Energiestößen kannst du deine Gegner vernichten. Schön. Jetzt denke ich, ich muss jedes Dinge machen. Leichte Angriffe sind schnell, aber leicht zu blocken. Ich will dir was sagen. Also übe sie mit anderen zu kombinieren. Also so. Du wirst so rot wie ein Kajam-Biester. Und warum? Ja! Kurz Luft schnappen, hm? Nicht schon wieder. Schwere Angriffe durchbrechen die Abwehr und sind stärker. Aber sie sind langsam, so können deine Gegner kontern. Ich schieße sie eh alle mit dem Pfeil ab, da ist das eigentlich vollkommen egal.
Da ist das vollkommen egal, weil ich sie eh ab. Angriffe durchbrechen die Abwehr und richten massiven Schaden an. Doch sie sind langsam und du verwundbar. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Harry Potter, wo wir dieses Zauberer-Duell haben und einer die ganze Zeit am Kommentieren ist. Das Gefühl habe ich ein bisschen. Ja! Dein Speer scheint Energie aus einem Angriff zu beziehen. Ich glaube, schwere Angriffe oder Kombinationen energetisieren ihn schneller. Die Rüstung ist hin. Jetzt schieß drauf. Die Runde geht an die Nora. Abwesend fertig. Worauf hast du Lust? Training oder Prüfung? Prüfung haben wir so gemacht. Ich glaube, ich bin fertig. Tatsächlich. Auch wenn er mir die Quest eben nicht geben will, aber... Sag mal, alle Rohstoffe, die für den Upgrade dieses Objekts... Achso, das habe ich schon. Nahkampf. Du. Können wir das nächste Mal machen. Wie sieht denn deine Vermessung aus? Irgend ist sicher begeistert. Hier muss doch jemand sein, mit dem es... Ja. Was mache ich jetzt mit dem Outfit? Kann ich da jetzt was einfügen oder was? Ah, guck mal da. Ich meine, ich habe nichts davon, was ich so wirklich brauchen kann, aber... Kriegbögen sind schnell Feuerbögen für kurze Entfernung. Im Gegensatz zu anderen Bogentypen verursachen sie auch mal dann maximalen Schaden, wenn sie nicht voll gespannt sind. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.